Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Bruderschaftshaus. Das ist ja hier in der Nähe. Und holen wir mal neue Hilfsmittel. Hilfsmittel. So, wo ist denn das? Sei gegrüßt. Willkommen, willkommen! Sicherlich wart ihr nicht untätig. Sieh dich um! Wir dürfen jetzt mal wieder entscheiden, was wir nehmen. Und ich würde sagen, eine Rauchbombe ist schon ziemlich effektiv und die nehmen wir auch. Ja, Rauchbombe freischalten, definitiv. Let's go. Zum Flüchten ist es halt immer super, ne? Oh, wir können noch was freischalten. Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sei mein Gast. Sonst noch was? Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Das ist mein Angebot. Ich glaube, ich nehme mal die erhöhte Dauer. Genug gesehen. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Leb wohl. Ich lasse das erstmal so, weil ich glaube, ich meine Ausrüstung verbessern möchte. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sieh dich um. Eine kleine, aber erstaunlich tödliche Verbesserung.
Man merkt sofort den Unterschied. Es wird sich anfühlen wie eine Verlängerung deines Arms. Man merkt sofort den Unterschied. Das sollte reichen. Ein Tötungswerkzeug für Kenner. Keine Klinge beißt so zu wie diese. Kann ich sonst noch behilflich sein? Auf ein andermal. Leb wohl! Ich hab das mal probiert, aber scheinbar haben wir nicht überall die Karten. Das ist blöd. Hallo, sei gegrüßt. Was hast du da? Sieh dich um. Sicherheit ist die beste Investition. Nur die beste Handwerkskunst. Das ist schon relativ interessant, ne, tatsächlich, aber ich weiß nicht. Spare nie an der Panzerung. Vielen Dank. Nur die beste Handwerkskunst. Das finde ich cool, dass man die komplette Montur verbessert. Dann mache ich das ja auch nochmal, weil ich die gesamte Zeit auch nochmal spielen möchte. In der Alibaba-Folge. Sicherheit ist die beste Investition. Ja, ist gut. Dicke Haut. Trophäe gekriegt. Spare nie an der Panzerung. Hast du, was du brauchst? Ich muss aufbrechen. Dann auf bald. So, jetzt nett ablenken lassen. Jetzt gehen wir mal zu die Fusion. 300 Meter dahin. Ach, ziemlich cool, dass man nicht jedes einzelne Ausrüstungsgegenstand verbessern muss. Das finde ich super. Vor allem als ein Zettel oder so. Die suchen also nach mir. Du hast hier nichts zu suchen. Es gibt Ärger. So, weiter geht's. Historische Städten. 7 von 15 haben wir fast bald alle. Ganz so großes Bagdad ja jetzt nicht. Tatsächlich.
Oh, das sieht so schön und cool aus, ja. Gefällt mir. Das Symposium sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Ich bin gespannt auf Fassils Vorlesung. Er wird die Weisheit des Universums mitbringen. Ja, wir sind ja... Wir denken zumindest, dass er hier... Ich glaube, das ist Fassil. Ich weiß es nicht. Der alte Mann, zumindest nicht er. Der Ordensoberst ist. Mal gucken. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fassil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Los, Enkidu. Okay, sie ruht sich in den aus, aber wir können hier auch reden. Hey, Neunfinger, hier drüben. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Oh, gerne, Nihal. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Dort sie recht, Gil. Da hinten ist doch jemand, mit dem wir reden könnten. Hä, hier sind ja Leute drin. Okay. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Sei doch nicht so passiv. Was haben wir hier? Ah, ne, hier gehen wir wieder raus. Hier sind wir ja reingekommen. Gibt's hier denn oben? Nö. Hat sie denn noch irgend... Ah, hier, okay, das ist jetzt versteckt. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein.
Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Ah, jetzt können wir das. Okay. Wusste ich nicht. Oh. Das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen. Mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Dann geben wir mal die Bücher ab, weil wir hier gerade in der Nähe sind. Können wir das eben schnell erledigen. Hast du etwas für mich? Ha! Sehr gut! Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Oh wow, man kriegt nur eine Gefallensmünze. Na gut. Kann uns den Arsch retten. Irgendwann. So. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Der Übersetzer. Was macht der noch hier? Oh nein, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch, doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Wo ist die Dame? Ist sie das? Der Sternkundler könnte zu ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Okay, ich hoffe, wir finden die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Kampf erlaube.
Was? Ja! Hey, was? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber na gut. Ich werde dich merkwürdig. Und für den Dicken da nehme ich dann gleich R3. Jeden Stein. Hey, was? Anders weiß ich nicht, wie ich besiegen kann, tatsächlich. Was? Hey! Och, blöd. Was soll das? Aber was hat das jetzt gebracht? Nichts. Ich bin verwirrt. Im östlichen Außenhof. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. وضعت يدي على أمري. عرف الوزير القديم كيف يعتني به ويحبني.
Hier ist sie wahrscheinlich nicht, ne? Nope. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Na gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge suchen wir mal die Dame, beziehungsweise ich suche sie jetzt mal eben offscreen. Und dann in der nächsten Folge geht's weiter mit Assassin's Creed Mirage.